Ja, grüezi. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Formel 1. Ja, in der vergangenen Folge wurden wir Sechster in Monza, Italia. Und es war okay. Der Anfang war actiongeladen, aber dann wenig später, naja, wurde es ein bisschen ruhiger. So, und wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir, dass von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisherigen Rennen Mercedes 9-mal den ersten Platz geholt hat und Red Bull einmal nur den ersten. Und ich glaube, wir wissen, wer dieses Jahr Konstrukteursweltmeister wird. Aber noch nicht, wer Fahrerweltmeister wird, denn da ist das Duell zwischen Hamilton und Bottas noch ziemlich krass und Bottas führt momentan noch. Ja. Bottas führt über die Hälfte des Rum, nun jetzt durch Italien und Belgien natürlich. Und ja, das wird noch ziemlich witzig und ziemlich interessant, wer da am Ende Weltmeister werden kann. So, haben wir das geklärt. Da gibt es nichts Neues, hier gibt es nichts Neues. Naja, wobei, wie sieht es aus mit der Abnutzung? Ja. Wir schrauben mal zurück auf schon benutzte Komponenten. Wobei, wie stark ist das ausgelastet? Das kann noch. Das kann noch. Wobei, Energiespeicher kann mit auf 1 gehen. Wie sieht es hier aus? Gehen auf 2 und hier. Oha, die Steuerelektronik hat nicht mehr ganz so viel Bock. Da müssten wir vielleicht mal irgendwie was machen. Ach übrigens, ich habe Personal und Marketing die Abteilungen gestrichen, um ein bisschen Geld zu sparen. Auch wenn es nicht viel ist, Geld ist Geld. Und das brauchen wir auf jeden Fall für das, was wir uns dann für die kommende Saison vorgenommen haben. Was wollte ich machen? Ich wollte gucken, ob wir... Cool, Upgrade wurde fertig. Ob wir hier irgendwie was machen können für die Steuerelektronik, aber nee, Turbolader, MGU, MGU, Verbrennungsmotor, Getriebe. Ah, Steuerelektronik nicht verfügbar. MGUK, besseres Material benötigt. MGUK, verbessertes Material benötigt. MGUK, also das hier. Dann machen wir das mal. So, hier könnte man das machen. Hier ist die Arbeit noch in vollem Gange. 2 Tage, 14 Tage und Aerodynamik läuft auch. Da brauchen wir 12.000 und daraus sparen wir jetzt, würde ich sagen, um dieses große Update dort dann zu kriegen. Gut. Gucken wir, allgemeine Haltbarkeit ist verbessert. Schön. Die Motorhaube haben wir. Oh. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon Da haben ist was nicht durch die schiefgegangen. Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem So, Team über den machen wir das. FOB-Bildschirm Die Motorhaube ist sagen, was fertig, neu das ist entwickelt werden schön. soll. Die allgemeine Haltbarkeit ist fertig. Es braucht nur 17 Tage. Okay, sehr schön. Und wir haben, glaube ich, wieder einen kleinen Sprung gemacht. Oder haben wir das? Ja, das sieht alles sehr vage aus. Aber es sieht gut aus. Sieht gut vage aus. So, was haben wir hier zum Tut mir leid, Ereignis? dich Was damit gibt zu es denn? belästigen, aber wir könnten hier eine Expertenmeinung gebrauchen. Konzentration zweiten Fahrers oder die Konzentration, ja. Das war keine leichte Entscheidung, aber du bist gut damit umgegangen. Danke. Danke. Lass mir die Konzentration hoch. Wobei, ach, eigentlich hätten wir auch das andere nehmen können. Seien wir mal ganz ehrlich. Ja, okay. Turbolader ist eigentlich auch nicht wichtig. Und Alpine hat uns wieder überholt, die kleinen Stricher. Aber okay. Ja, Step by Step. Wir werden besser und besser. Und das ist die Hauptsache. Gut, das war dann ein großes Intro. Ich gehe jetzt auf die Rennstrecke nach Russland zum Sochi Autodrom und dann gucken wir mal, wie wir im Qualifying abschneiden. Bis dahin holt euch einen Tee oder so.
So, dann wollen wir doch mal PC entgegennehmen, wa? Würde ich jetzt mal so behaupten. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Sergio Perez. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit. Ja, quatsch mich nicht voll, auf zum Rennen. Huiu. Willkommen in Sochi zum großen Preis von Russland. Sochi ist eine von nur 8 Städten in der Welt, in denen bisher sowohl Olympische Spiele als auch ein Formel 1 Grand Prix abgehalten wurde. Das Rennen ist kein gutes Pflaster, wenn man weiter hinten als in den ersten beiden Reihen steht, denn bisher kamen alle Sieger von den Startplätzen 1 bis 4. Schauen wir mal, ob sich das heute ändert. Auf dem Sochi Autodrom wird auf 56% der Strecke Vollgas gegeben. Die Streckenlänge ist 5,79 Kilometer und es geht vorbei am Schwarzen Meer durch den Olympiapark der Winterspiele 2014. Yippie. 12 Rechts- und 6 Linkskurven und die spannendsten davon sicherlich 1 und 13, denn das sind die Gelegenheiten zum Überholen. 17 Millionen Quadratkilometer ist Russland groß. Leck mich am Arsch. Hallo Mick. Hallo Via. Hallo Nikolas. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das Aufregende heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und welche Überraschung? Das macht die erste Reihe komplett. Wird Mercedes rennen? Alles klar. Sieht wie folgt aus. Perez, Verstappen, Lando Norris und Vettel. Die Todesfee Stroll, Ocon, starten von 7. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Raikkonen, Sainz, Antonio Giovinazzi und Ricardo. Tsunoda, Russell, Nikita Mazepin und Pierre Gasly. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Latifi, Fernando Alonso, Matsushita, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Mick Schumacher. Es wird Zeit. Wie viele Leute haben denn irgendeine Strafe? Kassi Alonso startet von 20. Junge, dich will ich im Team haben, bei Alter. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Jawohl, Jeff. Starten von 7, Alter. Viel besser und wir sind in der ersten Martin-Zange. Und es gefällt mir eigentlich nicht so, dass wir. Ja, ich verstehe nicht, wie dieser Kackstart geht. Wir ziehen zu für Ocon, da kommt Lance. So, das ist eine sehr, sehr lange Gerade. Oh Gott, das Abbremsen ist hier verdammt kritisch. Oh, krass. Junge, Antonio Giovinazzi ist 9. Ich kotze im Strahl. Wir sind da sehr weit rausgekommen und versuchen uns gegen Ocon zu behaupten. Haben wir vielleicht ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Wir haben keinen Spielraum gegeben. Für irgendwas. Okay, Alfa Romeo. Und Leclerc ist vor uns, also 2 Ferraris. Ja, oder weniger Ferraris. Die wir schlagen können, müssen. Ach, Kacke! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Wir den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen. Geht in Ordnung. Ja, ich mach das komplett anders. Fuck.
Hilfe, wir können nicht lenken. Schön mit Zarte-Reifen. Ja, ging ja schon mal gut los, Alter. Schön, ein Giovinazzi im Sack gehabt. Lass mal rein San Carlos noch eine mitgeben. In die Box, Alter. Ja. Die letzten werden die ersten sein. Das sagt man doch so schön. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Fertig, los jetzt! 8,7 Sekunden ist auf jeden Fall besser als dieses Kanada-Debakel von damals. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ich glaube, es war Kanada, wo uns ja der Frontflügel gewechselt worden ist, obwohl er eigentlich beim zweiten Mal so gut wie es beschädigt war. Jo, wann darf man denn hier bremsen? Ist ja auch länger als, weiß ich nicht, welcher Robosvater. So, Mick Schumacher ist letzter. Ist ja jetzt nicht so gut, Mick. Was ist da los? Fangen wir uns an, damit es so weitergeht. So. Hallo und herzlich willkommen. Ich musste das Spiel nochmal neu starten. Das ist natürlich jetzt ziemlich ärgerlich, aber so wie es aussieht, sieht es vom Wetter her gar nicht mal so schön aus. Egal, wir werden unser Bestes versuchen. Starten von P6 und haben hoffentlich einen besseren Start. Er sieht auf jeden Fall besser aus. In der ersten Aufnahme-Session über Vettel macht Ernst. Da hatte ich gerade ein bisschen Schiss wegen. Auch wegen Norris. Verstappen. So, dann Vettel überholt, das ist eine gute Sache. Giovinazzi ist auf 8, auch eine kleine Überraschung. So. So, wir haben ja Probleme. Wir kleben den Holländer so ein bisschen am Heck. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Zumindest zu Beginn des Rennens. Ist immer eine gute Sache, denke ich. Immer schön auf Pace bleiben. Natürlich versuchen, nicht vom Curb weggeschleudert zu werden. Und da passt es. Ich finde es schade, dass Verstappen bisher nicht so stark ist, wie er es ja eigentlich ist. Ich meine mal, er hat jetzt im Jahr 2021 wie viele Rennen gewonnen? Sind das jetzt 5 oder sogar schon 7? Ich weiß es nicht. Das ist halt eine beachtliche Leistung. Ja. Und dafür eigentlich der Rennfahrer zu sein, der in dem jetzigen Jahr am meisten Rennen gewinnt. Hier hinten rumzudümpeln auf, sagen wir jetzt mal, auf P5. Das ist, denke ich, nicht das reine und Giovinazzi ist 7. Junge, wo ist denn Vettel? Sepp? Hallo? Achso, der ist in der Box. Ah. Okay. Zumindest vermute ich das, da dann Aston Martin gerade noch auf der Startzielgerade sich eingefunden hat. Ich muss sagen, ich feiere diese Kurve. Wie findet ihr eigentlich so Russland so an sich die Strecke? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Okay, und eine Niederzeit, das ist sehr schön. Die schmeiße ich aber im zweiten Sektor safe weg. In der Maxi. Max. Heute ist es ein Ohrwurm, da kann ich nichts hier. Immer diese Kurve, immer komme ich da zu weit raus. Wahrscheinlich bremse ich da einfach viel zu spät. Kann ich mir gut vorstellen. Hier auf jeden Fall zu spät gebremst. Jetzt verlieren wir Zeit, das ist auf jeden Fall schon mal nicht so schön. Aber ich habe die Hoffnung, dass... Oh Gott.
Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,4 Sekunden. Bin ich aber mal gespannt, ob jetzt der Frontflügel gewechselt wird, weil wir die Kunst die Bande berührt haben. Das ist so vielleicht ein bisschen laut. Ara, Ferrari fällt auch rein. Sainz. Nee, Leclerc. Okay. Ach, 2,8 Sekunden, keine neue Nase. Bei Verstappen geht es eine Sekunde schneller. Jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. So. Wir verlassen das Feld als 19. Und wollen jetzt keine Stocker Crash Challenge. Sorry, Latifi, aber ich muss halt eben durch. Das Vettel, hey, ganz hinten. Auch schön, Sepp. So, die Kollegen haben alle verbrauchte Softs. Und wir sind dann noch ein bisschen vorsichtig beim Überholen. So, Nobuharu, dein Teamgründer möchte gerne an dir vorbei. Der Mann, der dich eingestellt hat. Die beiden Haas-Piloten. Schumacher und Mazepin. Mick, du bist so langsam. Ich glaube eigentlich, dass es regelwidriges Überholen war, weil wir eigentlich nicht auf der Rennstrecke waren, aber anscheinend juckt es die FIA nicht so sehr. So. Nikita haut richtig in die Bremse. Boah, Alter. Da ging mir aber kurz. Hilfe. Da ging mir aber kurz wirklich alles in die Hose. War eine harte Aktion von uns. Richtig, also wir sind richtig hart eingedeift. Nobuharu kommt an die Box. Nobuharu an der Box. Was ist denn hier ein Stroll? Das wird interessant. Wir könnten uns vor ihn schleichen. Das ist eine gute Sache. Und vor uns. Hat sich auch wieder Verstappen eingefunden. Aber auch Russell, der muss wahrscheinlich noch rein, ne? Alles andere wäre jetzt Quatsch. So, das Problem war, dass ungefähr. Oh, kacke, habe ich mich. Ich konzentriere mich nicht, wenn ich rede. Ab Runde 5 hat es angefangen, dass Stroll auf uns aufgeholt hat. Oh, 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 was habe ich gemacht? Ja, sorry, Lance, ne? War Babamove von uns. Schön Konkurrenz ausgeschaltet, da kommt Vettel. Und der Haas und der Williams. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Das soll freigeben. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,4 Sekunden. Ja, okay, Switchback hat von Verstappen funktioniert. Scheiße. Du musst
vor dem ja, jetzt war ich zu aggressiv. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Die krieg ich aber. Irgendwie. Aber wir haben es geschafft. Notfalls immer reindiven. Denn ihr quert, wäre stolz auf uns. Ja gut, ne? Verstappen hat halt das DRS und wir nicht. Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Habe ich getan, danke Max. Okay, da geht. Immer in die Box, es ist. Wer war das denn in die Box in Alpha, ne? Giovinazzi? Also. Max. Besser ist. Dann würde ich du so. Kabeljad und dreckig, aber mir scheißegal. Muss sein. So, nicht zu nah an die Wand fahren. Du hast ganz, ganz viel Platz. GZ Lewis Hamilton für den nächsten Sieg. Coole Sache. Platz 2, ich glaube, wurde Perez und dann Bottas, Norris und dann wir, ne? Glaube ich. Oh, glaube ich. Ich gucke jetzt mit vorne auch dumm. So, na dann bin ich aber sehr gespannt. Yuki Tsunoda, Fahrer des Tages, und da fährt er auch dran vorbei. Ocon und die ganzen. War das gerade ein Haas, Anna? Ja. Stefan sagt mir, was hat Ihnen GZ Mercedes, GZ Lewis Hamilton. Er hat die Safety Car Phase perfekt. Wieder mal ein Rennen gewonnen. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss. Es wird nicht langweilig. Ja, und Perez wurde Zweiter. Sehr schöne Sache. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas verkleinert. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten auch sehr stark von Alonso von 20 auf 11. Yuki Tsunoda. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes und Schumacher auch auf 16 ohne Kopf. Und damit geht ein weiteres Formel 1 Wochenende. Bei Williams schwach, Giovinazzi, ja gut, okay. Also seien Sie auch bei denen. Was mit Giovinazzi passiert ist, weiß ich auch nicht. Und Stroll, okay, ist dann ausgeschieden. Gut, egal, dann soll es das erstmal gewesen sein. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Seid bitte bei der nächsten Folge dabei, wenn wir versuchen zu fahren. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und ciao.